Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Donnerstag, 30. April 2015. Der Text für den heutigen Tag steht in Offenbarung 4, Vers 8b. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Wir treffen uns im Kreis von Mitarbeitern. Vor den schwierigen Beratungen ermutigt uns einer von ihnen mit den Worten: Denke daran, was der Allmächtige kann, aus dem Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König«. Ich wende ein, dass ich überfordert bin zu denken, was der Allmächtige kann. Denke daran, was der Allmächtige kann, wird mir erneut zugesprochen. Ich sortiere meine Gedanken und reduziere die Aussage für mich auf: Gott kann. Das kann ich denken. Natürlich kann Gott. Er kennt immer noch zigtausende Wege, wenn wir schon lange keinen einzigen mehr sehen. Der Allmächtige kann immer. Wie gut, dass wir dies ganz tief glauben dürfen. Wir wissen zwar nicht, was er alles kann, aber wir wissen, dass er kann. Die Grenzen seiner Möglichkeiten sind für uns nicht auslotbar. Eine Begrenzung kennen wir aber doch. Sie steht im oben nicht zitierten Teil des Liedtextes: Der dir mit Liebe begegnet. Gott begegnet uns immer mit Liebe. Er kann nicht anders. Allgemeiner formuliert: Gottes ganzes Sein, all sein Tun, Dulden und Unterlassen ist Liebe pur, denn Gott ist Liebe. Oft verstehe ich Gottes Handeln und besonders sein anscheinend schweigendes Dulden nicht. Ja, wenn Gott kann, so denke ich, warum greift er dann hier nicht endlich so oder ähnlich ein? Warum lässt er die Dinge laufen? Dann klage ich Gott, dass ich ihn nicht verstehe. Bis mir wieder neu klar wird: Als Mensch kann ich Gott oft nicht verstehen. Das ist auch gut so, sonst würde Gott nicht als Gott handeln. Wann immer ich Gott nicht verstehe, darf ich doch sicher sein, dass er mich liebt und versteht. Er kennt mein begrenztes Seh- und Denkvermögen. Der Andachtstext paart die unvorstellbare Allmacht Gottes mit seiner einzigartigen Heiligkeit. Glaubend bejahe ich, dass sie ihn schon immer kennzeichnet, dass er heute noch derselbe heilige Gott ist und genau dieser heilige Allmächtige kommen wird. Erkenne ihn heute als deinen Herrn an, vertraue ihm ungeteilt. Denke daran, dass der Allmächtige kann. Und wenn du noch mutiger bist, dann versuche zu denken, was der Allmächtige kann. In beidem liegen Kraft und Segen. Wolfgang Bartel.